Irgendwas höre ich. Klingt wie Kommandos. Vielleicht gelten sie ihr? Entschuldigung? Hallo? Können Sie irgendwie mal kurz anhalten? Ich höre immer irgendwie so Kommandos oder irgendwas. Gehört wahrscheinlich zu Ihnen, ne? Ja, genau. Das Bootshaus ist hier drüben. Und ich wollte ein bisschen klingeln. Bootshaus. Klingt gut. Einfach hinter ihr her. Ein paar hundert Meter weiter. Der Ruderclub Hansa. Viel los am Steg. Alles Ruderer? Hier, die junge Dame habe ich getroffen. Gerade schon auf dem Wasser. Ja. Das ist eine Ruderkollegin von Ihnen? Genau, oder? Das ist meine Schwester. Die ist auch hier. Und gleich die ganze Familie getroffen. Wunderbar. Quasi. Und Sie gehen auch gleich noch aufs Wasser? Nee, oder? Ich bin hier Kindertrainerin am Ruderclub Hansa. Die genau, Trainerin. Und wir haben heute Kindertraining. Mehrmals pro Woche trainiert Isabel Gauschke den Rudernachwuchs hier im Bundesleistungszentrum. Insgesamt 30 Kinder, 10 bis 14 Jahre alt. Heute steht Techniktraining auf dem Plan. Los! Bei Wind und Wetter wird hier trainiert, ne? Puh. Solange es nicht zu doll regnet. Zimperlich darf man beim Rudern nicht sein. Die Kinder sind motiviert und ehrgeizig, erzählt die stolze Trainerin. Jetzt sind alle auf dem Wasser. Isabel nimmt mich mit auf ihre Trainerbank. So, so ist das hier als Trainer. Genau, hier mal einen schönen Überblick von oben. Kannst du Barbara gleich sagen, sie soll anlegen, dann kannst du reingehen. Klare Ansagen fürs junge Wettkampfteam. So hat die 22-Jährige selber einmal angefangen. Viele Jahre Leistungssport, täglich Training. Irgendwann war neben Schule und Studium nicht mehr genug Zeit. Sie wechselte die Seiten, wurde Trainerin. Also ich finde es halt ein total schöner Ausgleich zum Studium. Man ist halt viel an der frischen Luft. Mhm. Mit Kindern ist halt was total anderes als, also ich studiere Maschinenbau. Maschinenbau? Das ist jetzt nicht so der Klassiker für eine Frau, oder? Nee. Deswegen ist das halt ein schöner Ausgleich hier. Bist du dann so ein technikliebender Mensch? Weil Maschinenbau, da muss man ja schon irgendwie ein Faible für Technik auch haben. Ja, besonders für Mathe. Ja, also Mathe-LK in der Schule schön gehabt. Im Maschinenbaustudium ist sie eine der wenigen Frauen im Hörsaal. Männerdomäne. Da muss man sich auch mal durchbeißen, sagt sie. Strebsam, immer in Bewegung. So beschreibt die junge Dortmunderin sich selbst. Zudem heimatverbunden, Ruhrpottkind. Doch, ich mag's hier. Deswegen mal gucken, ob es mich nochmal wegverschlägt. Aber an sich fühle ich mich hier heimisch. Ich finde, wenn man hier so am Kanal ist, ist es doch schon ganz idyllisch. Ich war schon mal ein Jahr in Texas, das war auch ganz nett. Nein, in Texas? Ein Jahr? Was hast du, wie? Austausch? Oder? Genau, ich war in der 11. da auf der Highschool. Okay. Und ich gehe jetzt nochmal für ein halbes Jahr nach Montana. Bist du denn vom Typ her jemand, könntest du dir denn auch vorstellen zu sagen, ich gehe da mal ganz rüber? Dafür bin ich sehr familienmensch. Eltern und zwei jüngere Geschwister, alle leben in Dortmund. Isabel seit fast 3 Jahren in ihrer eigenen Wohnung. Selbstständigkeit ist ihr wichtig. Die will sie auch ihren Trainingskindern mitgeben. Wendet bitte und dann anlegen, wenn der Steg frei ist. Und sagt das den Rest auch. Zwangspause. Zu viel Regen. Jetzt schnell mit den Booten in die Halle. Das Training geht auf dem Rudergerät weiter. Ideal, auch für absolute Anfänger. Jetzt die Arme strecken. Ja. Und dann den Oberkörper nach vorne bringen erst und dann anrollen. Ja. Ah, okay. Trockenübungen absolviert, aufgewärmt. Draußen hat der Regen nachgelassen. Gute Gelegenheit für mich, auch mal in ein Ruderboot zu steigen, findet Isabel. Rein in den Zweier, rauf aufs Wasser. Hier fühlt sich die Ruderin am wohlsten. Wassersport begeistert. Rudern, segeln, schwimmen, draußen sein. Das macht sie glücklich. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal hat sie schon viele Kilometer zurückgelegt, kennt die Gegend gut. Ach, guck mal, ist das alte Hafenamt da? Oder wie heißt das? Nee, das alte Hafenamt ist ganz weit da hinten. Oh, okay. Aber es ist Teile des Hafens hier. Genau, das ist der Handwerkhafen. Und die restlichen Teile des Hafens sind in die andere Richtung. Sport mit interessanter Aussicht. Da kann ich mich kaum auf die richtige Technik konzentrieren. Du rollst doch nicht weit genug nach vorne. So, oder wie? Ja. Ach so. In die enge, unbequeme Hocke. Ja, aua. Technik und Kraft. Das macht das Rudern aus, sagt Isabel. Gut, dass sie beides hat. So kommen wir wieder gut an Land. Schön war's. Dankeschön für diese erste Ruderlektion. Also, dein Sport gefällt mir. Ja, immer war wieder gerne. Wirklich nett. Aber, aua. Ah.
Aber wir sagen auch danke, liebe Pamela. Das war's von uns, von der Drehscheibe für diese Woche. Morgen, da fallen wir wegen der Leichtathletik-EM in Amsterdam aus. Aber am Montag, da freut sich dann mein Kollege Tim Niedernolde wieder aus Sie. Ja, dann hoffen wir mal, ne, auf einen spannenden Fußballabend. Tschüss, Servus und Ade.